völlig andere Lebensverhältnisse werden auch eine völlig andere Lebensführung bedingen, und es werden die Menschen sich vor Aufgaben gestellt sehen, die ihnen undurchführbar scheinen und die doch gelöst werden müssen, weil sie eine Lebensnotwendigkeit sind. Und nun werden sich die Meinen bewähren müssen, das heißt, sie werden die Kraft des Glaubens erproben und voll vertrauend meine Hilfe erwarten müssen, und es wird ihnen geholfen werden. Dies ist die Zeit, da die Menschen, die im tiefen Glauben stehen, den Ungläubigen ein Zeugnis geben werden, was der gläubige Mensch vermag, so er auf die Hilfe Gottes vertraut, so es sich mir im tiefen Glauben überlässt und die größte Not mir im Gebet vorträgt. Ihnen wird geholfen werden, und das Leben wird für sie erträglich sein, wenn auch sehr schwer. Doch ihnen gab ich auch die Verheißung, die ich auch nun in Erinnerung bringe, dass ich die Tage verkürzen werde, um der meinen Willen. Und so rückt die Stunde immer näher heran, da ich kommen werde in den Wolken, und es wird diese meine Wiederkunft eine wahre Erlösung bedeuten für die meinen, die in schwerster Bedrängnis sich befinden und meine offensichtliche Hilfe benötigen. Solange sie noch auf Erden leben, sind sie auch den Leiden ausgesetzt. Das heißt, sie sind noch nicht völlig unempfindlich gegen Belästigungen und Bedrohungen von Seiten der Welt. Doch die Stärke ihres Glaubens lässt sie alles Leid leichter ertragen, wenngleich es sie mitunter sehr stark berührt. Und so werden die Menschen sich in zwei Lager teilen, solche, die nicht glauben und daher wenig Verbindung haben mit der geistigen Welt, und solche, denen die Verbindung mit mir alles ist und die nichts beginnen, ohne meinen Segen erbeten zu haben und die daher auch offensichtlich meine Führung erkennen werden, weil sie durch ihre Liebe zu mir auch meine Nähe in sich verspüren und meine Nähe stets Kraft bedeutet und also ein leichteres Überwinden dessen, was ohne die Kraft aus mir viel schwerer auf den Menschen lastet. Und nun werden sich auch die Meinen erkennen an ihre Glaubensstärke und sich zusammenschließen und gegenseitig sich vertrösten auf das Kommen des Herrn. Sie werden mich erwarten voller Hoffnung und herbeisehen in ihrer Liebe, und sie werden es fest glauben, dass ich komme. Und ihren Glauben enttäusche ich nicht. Ich helfe ihnen, wo Hilfe erforderlich ist, und ich komme, sie zu holen, so die Not unerträglich wird, auf dass sie nicht abfallen von mir, auf dass sie standhaft bleiben bis zum Ende und sie eingehen können in das Paradies auf der neuen Erde, weil sie mir treu blieben, auch in der größten Not. Amen.